So, das, moin, das Hintergrundgeräusche ist, müssen wir ein bisschen ausblenden. Jetzt geht's hier zum Podcast, mittlerweile Dienstag, vor den Vista Wiesen. Ein extrem geiler Tag, extrem viel weggeschafft. Zwei Monsteraufträge bekommen, wo man sich natürlich extrem freut, was man extrem feiern kann. Und ich hoffe, dass das meine letzten Aufnahmen werden, dass der Podcast noch einigermaßen läuft, weil ich gerade spontan entschieden habe. Und wir wollen ja hier immer ehrlich sein, dass ich mir einen reinstelle. Und auch das muss sein, auch das muss mal erlaubt sein, auch das muss dienstags erlaubt sein, wenn man irgendwie Vollgas gibt nonstop. Auch mal ein Päuschen gönnen, beziehungsweise auch mal, mal einen Tag genießen, Wiesen mitnehmen. Und dementsprechend freue ich mich jetzt auf den Tag. Freue mich, dass Adriano mich nicht gefragt hat, was ich zum Mittag essen will. Das hat mich nachhaltig jetzt gestört. Das wird auch noch ein Nachspiel haben, ähnlich wie die Wiesen. Wie die Wiesengeschichte mit Fritti. Und dann sehen wir uns mit ein paar Aufnahmen wahrscheinlich später, so von der Party und den nächsten Beitrag zum Vlog dann allerfrühestens morgen Mittag. So, moin, alle wieder unter den Lebenden. Sind ja gestern vom Oktoberfest zurückgekommen tatsächlich. Voller Erfolg, mit echt ganz viele Leute geschrieben, von Herstellern, die uns auch vielleicht nicht so gut kannten. Du kannst ruhig crashen, Peter. Das ist eine Live-Aufnahme für den Vlog. Wir sind mittlerweile souverän genug, um das zu handeln. Haben sich ein paar Leute bedankt, was wir für ein cooles Team wären, wie sympathisch wir sind. Wussten wir vorher. Immer schön zu hören. Dementsprechend heute wieder im Einsatz, waren jetzt den ganzen Vormittag damit beschäftigt. Ist eine unfassbar spannende Phase auch immer, wenn man neue Prozesse einführt, wie schlecht diese neuen Prozesse letzten Endes verfolgt werden. Da müssen wir sehr viel tiefer den Finger mal in die Wunde drücken. Theoretisch sind wir in einigen Punkten gut aufgestellt, praktisch setzen wir es gerade viel zu schlecht um. Und dementsprechend haben wir uns nochmal mehr oder weniger zusammengesessen und aligned, wie wir das jetzt hinbekommen, wie wir es besser kontrollieren, wie wir es ein bisschen schärfer kontrollieren auch, dass diese Dinge gemacht werden. Und das war jetzt quasi der Vormittag, Kraftladen natürlich heute Morgen gewesen. Und jetzt geht's gleich zum Hersteller Samsung. Da gibt es neue oder Dinge, die wir ins Portfolio aufnehmen, die von super spannend werden, so LED-Walls. Da vermehren sich Anfragen. Wir haben auch schon erste Projekte damit umgesetzt. Und auch das Thema kennenzulernen oder noch tiefer greifen kennenzulernen, da freue ich mich drauf. Mal gucken, was es da Neues gibt, wie die Partnerstruktur aussieht, wie das Kommerzielle dahinter aussieht. Wird informativ. Es gibt Essen umsonst, erst heute Mittag und dann heute Abend. Das ist natürlich, wie gesagt, alleine das ist schon ein Grund, vorbeizuschauen. Und dann bin ich irgendwann heute Abend 9 Uhr, 10 Uhr oder so zurück. Und dann droht ein weiterer Spaß für unsere Umsetzungen. Völlig egal, ich habe Bock. Morgen gehe ich zum Friseur, lass mich zum ersten Mal eine Frisur schneiden. Spannend, spannend, spannend. Katrins Wunsch müssen wir das jetzt hier leider machen.